ihr Lieben, heute zu einer neuen Podcast-Folge. Wir befinden uns heute im Waschpark Roßdorf. Dass es nicht immer um die Größe geht, das wissen wir Frauen ganz genau. Heute geht es aber genau darum, wie sich Drumsticks nämlich auf den Drum-Sound auswirken können. Das wird euch heute Götz zeigen. Viel Spaß dabei. Okay, dann hören wir uns die unterschiedlichen Sticks mal an. Starten wir mal mit einer Fünfer-Serie. Erste 5B in Maple. Dazu brauchen wir natürlich zuerst ein Mikro. Okay, 5B Maple. Gleiche Stick 5B Hickory. Dann Jazzstick Peter Erskine Signature. Dann Buddy Rich Spezialmodell. Dann Hickory Rock. Dann No Name, Fünfergröße. Und zu guter Letzt 5A mit einer Plastikspitze. So, ich glaube, ihr habt gehört, dass die Klangunterschiede zwischen den Sticks sehr, sehr groß sind. Wir wollen euch damit mal zeigen, dass ihr euch mal Gedanken machen solltet über vielleicht den richtigen Stick für den richtigen Sound für euch. Wir wollen da jetzt keinen Stick rauspicken, der richtige ist, sondern das ist immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Probiert das mal aus. Bei uns ist es ja so, dass wir die Becken sogar noch separat einspielen. Das heißt, da hat man also auch noch mal mehr Möglichkeiten, Sticks für den Sound zu tauschen. Das war es auch schon für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Was? Nochmal. Ich werde total nass. Warte mal, ich muss mal.